Alter Schwede, so ein scheiß Wetterding. Das gibt's doch nicht. Schauen wir mal, was am Fernseher drauf ist. Das war mir wieder klar. Kein Signal. Ach, ihr habt noch verrückt. Wie ihr das abändern könnt, zeige ich euch jetzt. Ja, das ist das alte LMB. Das machen wir jetzt erstmal weg. So, jetzt haben wir hier unser neues LMB. Machen den Halter wieder ganz genauso drauf. Und legen hier unseren Lappen erstmal hin. Und tun hier schlechtes Wetter simulieren. Machen unsere Markierung an der Schüssel vertikal und horizontal, sodass man später dann die Schüssel wieder einstellen kann, falls sie ja verrutschen sollte. So, jetzt wenn wir das neue LMB dran haben, können wir hier nochmal ganz leicht ankippen. Da seht ihr auch ganz gut, dass sich die Qualität verbessert. Wichtig ist auch hier, dass die Schüssel nach Signalqualität ausgerichtet werden soll und nicht nach Signalstärke. So, jetzt habe ich hier mal einen kleinen Tipp für euch. Wir haben hier ein Quad-LMB mit integriertem Multi-Switch oder Multi-Schalter. Den könnt ihr direkt an den Receiver anschließen. Bei einem Quattro-LMB ist für größere Anlagen gedacht, da ist kein Multi-Switch integriert. Und dann müsst ihr externen Multi-Switch haben, den ihr halt im Boden oder irgendwo hängen habt an der Wand. Ja, das war's auch schon wieder. Falls euch das gefallen hat, das Video, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, das hat natürlich den Vorteil, dass ihr kein weiteres Video mehr von mir verpassen tut. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Das war Ingo der Handwerker auf YouTube.